Für die deutsch-kasachischen Beziehungen war es der zweite große Höhepunkt in diesem Jahr. Ende September reiste Kasachstans Präsident Kasym Jomart Tokayev im Rahmen eines Staatsbesuchs nach Berlin, um sich dort mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu treffen. Außerdem standen die Teilnahme an diversen multilateralen Formaten und Gespräche mit der deutschen Unternehmerschaft auf dem Terminplan. Bereits im Juni hatte Bundespräsident Steinmeier in Begleitung einer großen deutschen Wirtschaftsdelegation Kasachstan besucht. Die beiden Länder haben ihre Zusammenarbeit seit Anfang vergangenen Jahres vor allem in den Bereichen Handel und Investitionen, aber auch im Bildungsbereich immer weiter vertieft. Sinnbildlich hierfür stehen konkrete gemeinsame Projekte, die während Steinmeiers Besuch in der Hafenstadt Aktau offiziell gestartet wurden. So etwa die Eröffnung des neuen Instituts für nachhaltige Ingenieurswissenschaften, das aufgrund der Initiative der DKU entstanden ist, oder das Projekt Hyratia One zur Herstellung von grünem Wasserstoff durch die Firma Swewind in der Region Mangistau. Eine ganz persönliche Rolle spielen die deutsch-kasachischen Beziehungen nicht nur für die Angehörigen der deutschen Minderheit in Kasachstan und Spätaussiedler in Deutschland, die einen Bezug zu beiden Ländern und Kulturen haben. Auch junge Menschen in Kasachstan, die Deutsch lernen und sich für Deutschland interessieren, beobachten die Entwicklungen sehr aufmerksam. So zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien mit vertieftem Deutschunterricht in Almaty, die kürzlich zu Gast im Deutschen Haus waren. Wir möchten Ihre Meinungen über Beziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan wissen. In jedem Land gibt es persönliche Besonderheiten. Wie es mir scheint, bei uns in Kasachstan achten mehr auf die Traditionen, wenn in Deutschland ist es ganz anders. Für Menschen dort nimmt Freiheit die wichtigste Platz. Meiner Meinung nach eröffnen diese beiden Länder füreinander sehr viele Gelegenheiten. Zum Beispiel fließende Reisen oder Erfahrungsaustausch. Ich denke, dass Deutschland ist ein Land mit großen Perspektiven. Zum Beispiel, da kann man eine sehr gute Ausbildung bekommen oder sehr gute Arbeit zu finden. Deshalb, ich finde Deutschland ein sehr gutes Land für junge Menschen. Natürlich, es gibt viele deutsche Firmen und Marken. Und ich kenne zum Beispiel Persil, Frosch und Marken wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen. Und sie sind sehr bekannt in Kasachstan und in Almaty auch. Und viele Leute benutzen diese Marken und Produkte. Ja, und wir benutzen auch Persil und Frosch zu Hause mit meiner Familie. So, ich finde Beziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan sehr entwickelt. Ehrlich zu sein, am meisten fällt mir die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ich möchte in Zukunft in Richtung der Kulturaustausch zwischen Deutschland und Kasachstan arbeiten. Und das ist meine Meinung. Zuerst würde ich sagen, dass Kasachstan und Deutschland ganz unterschiedlich sind. Sie haben unterschiedliche geografische Lage, Politik, Ökonomie, Unternehmen und so weiter. Und deshalb ist ein Grund, dass Kasachstan und Deutschland so viel miteinander austauschen könnten. Zum Beispiel verschiedene Regeln, Politik, Ökonomie und so weiter. Ich interessiere mich sehr für die Kultur und Geschichte Deutschlands, weil es sehr groß, interessant und die Weltkultur insgesamt stark beeinflusst hat. Ich mag auch sehr deutsche Literatur und ich denke, dass viele berühmte und talentierte Menschen, die die Welt verändert haben, waren Deutsche. In Zukunft möchte ich auch an der Universität in Deutschland studieren, weil deutsche Ausbildung sehr qualitativ und kostenlos ist. Ich möchte sagen, dass deutsche Kultur und Sprache große Rolle in meinem Leben spielen, weil dank an Deutsche ich gute Ausbildung bekommen kann. Und nachdem würde ich nach Kasachstan zurückkommen, um mit anderen Menschen meine Erfahrung zu teilen. So kann ich meine Land besser machen. Ich habe schon erfolgreich das D1 bestanden, deshalb kann ich viel darüber erzählen.
Zuerst gibt es in Kasachstan verschiedene Möglichkeiten, Deutsch zu verbessern, zum Beispiel verschiedene Sprachkurse, die gute Lehrer durchführen. Außerdem bevorzugen viele Schüler genau Privatunterricht, um Deutschprüfung zu bestehen. Es gibt auch Möglichkeiten, im Internet mit Deutschen zu kommunizieren. Deshalb kann man Deutsch verbessern. Auch in Kasachstan gibt es auch verschiedene Schulen, wo die Jugendlichen Deutsch im Detail lernen können. Zum Beispiel 18. Gymnasium und weitere Gymnasien auch. Also, dies waren alle Optionen. In der Zukunft möchte ich eine Ausbildung in Deutschland machen und deswegen werden meine Kenntnisse, meine Deutschkenntnisse eine sehr wichtige Rolle spielen. Nachdem ich meine Ausbildung bekomme, werde ich in Kasachstan zurückkehren und dort das erworbene Wissen zum Wohle meines Landes einsetzen und hoffe, dass es mir gilt. Deutsch spielt eine Schlüsselrolle in meinem Leben. Nach der 11. Klasse plane ich nach Deutschland fahren, um meine Ausbildung zu beenden. Außerdem bin ich Deutsche, deshalb ist es meine Muttersprache. Außerdem weiß ich, dass meine Tante in Essen lebt. Meiner Meinung nach gibt es in Deutschland anderen Lebensstandard, deshalb möchte ich in Zukunft nach Möglichkeit leben.